Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal. Ich wollte euch nur eine sehr, sehr wichtige Info geben und auch sozusagen eine wichtige Challenge oder eine coole Challenge an meine Abonnenten. Nämlich wisst ihr ja, dass ich vor kurzem erst die 1000 Abonnenten geknackt habe und das heißt, dass ich eigentlich schon den ersten Schritt zur Monetarisierung geschafft habe. YouTube Money Info! Wer kennt's noch? Nein, soll es natürlich jetzt nicht geldgeil klingen oder so. Vielleicht schon ein bisschen, ja. Nein, aber da ja YouTube diese scheiß Richtlinien hat mit 4000 schon Wiedergabezeit, habe ich nun eine Challenge ins Leben gerufen für euch, meine Abonnenten. Und alles, was ihr dafür tun müsst, ist einfach mal kurz in der Videobeschreibung auf den Link zu klicken, auf meine Website zu gehen, die ich heute erstellt habe. Und dann könnt ihr auch schon, das seht ihr jetzt gerade nicht, bei der Website auf Infos gehen, da seht ihr alle Infos, das lese ich euch jetzt nochmal kurz vor. Nämlich könnt ihr bei diesem Gewinnspiel sozusagen, also das Gewinnspiel wird so funktionieren, dass wir eine Verlosung machen in dem Livestream, wo wir dann die 4000 Stunden Wiedergabezeit erreicht haben. Das werde ich euch dann auch sogar nochmal zeigen und dann werde ich einfach live die Verlosung machen. Da wird jeder dabei sein und jetzt zeige ich euch erstmal die Kriterien, die ihr braucht. Nämlich müsst ihr euch erstens da anmelden auf der Seite, sonst könnt ihr eh nichts machen. Also erstmal anmelden, womit könnt ihr euch anmelden? Entweder mit einer komplett neuen E-Mail-Adresse auf der Website, die wird dann da einfach gespeichert, aber ich habe keinen Zugriff auf euer Konto, sehe gar nichts von euch, also bis auf die E-Mail-Adresse, aber das ist halt nur für Kontaktzustände, aber ist alles anonym, braucht ihr euch nie Sorgen machen oder so. Und ich glaube, ich bin auch eine Vertrauensperson, deswegen könnt ihr euch eure Angaben da abgeben oder einfach mit eurem zweiten Account da anmelden, wenn ihr mir nicht vertraut, aber naja, was soll ich schon mit euren E-Mail-Adressen anfangen? Ich könnte sie vielleicht weiterverkaufen mit Daten, aber egal, jetzt einfach. Ich mach das eh nicht, was bin ich für ein Mensch? Auf jeden Fall müsst ihr euch einfach erstmal da anmelden, weil dann sehe ich halt euren Namen. Also zweitens müsst ihr euch da mit dem Namen von eurem Discord-Channel oder von eurem Instagram-Kanal oder Twitter-Kanal anmelden, weil wenn ihr dann gewinnt, muss ich halt euch auch irgendwie kontaktieren. Und wie ihr gewinnt, ist halt das Ding. Nämlich wird es so sein, dass ich das so jetzt gemacht habe, dass ihr oben links auf Playlist drücken könnt. Und ich mache jeden Tag eine Playlist für euch. Da könnt ihr draufklicken, dann kommt ihr direkt zu einer privaten Playlist von mir. Die erste Playlist heißt jetzt Gewinnspiel Playlist 1. Da sind einfach die letzten drei Streams von mir. Die zwei davon gehen 2 Stunden 40 und eine 2 Stunden. Aber jetzt denkt ihr, bitte nicht, Ben, bitte nicht 7 Stunden nur hinsetzen, nur um irgendwas zu gewinnen. Nein, liebe Freunde, das Coole daran ist einfach, ihr könnt zum Beispiel euer Handy nehmen. Ich habe jetzt hier mein Handy. Genau. Könnt jetzt einfach zu mir auf den Kanal gehen, wenn ihr wollt, dann auf diesen Link klicken, euch anmelden, dann auf die Playlist klicken und dann sagen, yo, die Playlist, abspielen. Und dann habt ihr sie drin, einfach abspielen lassen, also ich habe jetzt hier das Video von Tanzverbot, weil ich das ja auch mitgekriegt habe mit Madeira. Und nicht ausschalten, ganz wichtig, nicht ausschalten, einfach zum Beispiel mit dem auf dem Video einfach dann hier hinlegen und dann einfach abwarten. Einfach abwarten und dann, wenn diese, und ihr macht ja vielleicht auch gar nichts am Handy an dem Tag, wenn ihr am PC seid oder so. Aber wenn ihr einen PC habt, dann ist es noch cooler, weil dann könnt ihr einfach bei Chrome in einem neuen Inkognito-Fenster dann diese Playlist öffnen. Also könnt einfach hier dann die Playlist einfach auf diesen Link klicken und wenn ihr dann die Playlist habt, einfach den Link kopieren und dann bei eurem Inkognito-Fenster drauf gehen oder einfach mit eurem Account anmelden. Genau, und wenn ihr dann euch angemeldet habt, dann nehmt ihr automatisch an der Verlosung teil, aber ich kann auch überprüfen, ob ihr wirklich die Videos geguckt habt, weil ich sehe auch immer die Zugriffsquellen, was ihr da geschrieben habt, oder vielleicht können wir das auch so machen, ihr müsst bei allen drei Videos vielleicht irgendwie einen Kommentar machen, das ist jetzt irgendwie meine erste Playlist oder das ist für das Gewinnspiel oder so, könnt ihr da reinschreiben, braucht ihr aber nicht. Wenn ich kann das ja hier sehen, deswegen ist es auch kein Problem. Und ja, deswegen danke ich euch für eure Aufmerksamkeit, auch vielen Dank für euren Support. Ich habe jetzt ungefähr 1000 Wiedergaben schon. Wenn ich dieses Gewinnspiel nicht machen würde, würde ich erst in 2,5 Monaten oder 3 Monaten erreichen. Ach so, die Gewinne, die sage ich euch jetzt auch nochmal kurz.
Nämlich Platz 1 gewinnt eine 25 Euro Nintendo Switch Guthabencard. Hört sich zwar wenig an, kann man sich aber schon die meisten Spiele kaufen, wenn man jetzt sich die offiziellen Nintendo-Titel kauft. Da gehe ich einfach mal kurz zum nächsten Supermarkt, kaufe mir dann eine 25 Euro Nintendo Switch Guthabencard und schicke euch dann einfach den Code über Instagram, Twitter oder Discord. Deiner zweite Platz gewinnt eine Amiibo bis zu 15 Euro. Entweder gebt ihr dann mir eure Adresse über Instagram, Twitter oder Discord. Das bleibt natürlich alles anonym. Weil vielleicht kenne ich euch auch gar nicht und was soll ich damit anfangen, dann schicke ich euch einfach das Paket mit dem Amiibo-Versandkosten, übernehme ich schon, also ich übernehme alle Kosten. Dann der dritte Platz, oder wenn ihr das nicht wollt, dass ich eure Adresse kriege, dann kann ich euch auch einfach über PayPal das Geld schicken. Oder wir können es auch einfach so machen, dass ich eine Paysafe-Card kaufe und euch dann einfach den Code schicke von dieser jeweiligen Paysafe-Card. Genau. Platz 4 gewinnt eine Platz 3 gewinnt eine Nintendo Switch Case zum Mitnehmen. Also das ist sowas, dass du so eine Verpackung hast, da kannst du deine Nintendo Switch reinlegen. Dann kannst du da noch deine Spiele reinlegen, also die kleinen Chips. Und dann kannst du noch einfach mal kurz so zwei Controller da reinpacken. Und das ist auf jeden Fall richtig cool. So, Platz 4 gewinnt eine SD-Karte mit 64 GB Speicherplatz für die Nintendo Switch. Und kann das natürlich nicht nur bei der Nintendo Switch einsetzen, sondern auch beim 3DS. Also eigentlich für kompatibel für alle SD-Karten von Nintendo. Ne? Ich weiß jetzt nicht, ob es auch am Handy funktioniert. Ich weiß es jetzt gerade nicht. Muss man überprüfen. Ich habe es jetzt so gemacht mit den 64 GB, weil ja man kennt es ja von der Switch. Man lädt sich ein Spiel runter, plötzlich sind schon 10 GB verbraucht. Und deswegen ist es, glaube ich, den vierten Platz ganz cool. Genau, der fünfte Platz gewinnt dann ein Nintendo 3D-Spiel oder Aussuchung von euch, also von dem fünften Platz-Gewinner, ein Amiibo-Wert im Wert bis zu 10 Euro. Aber bitte nicht darunter verstehen, Nintendo 3D-Spiel und ein Amiibo im Wert bis zu 10 Euro, sondern nur eins von beiden. Das muss ich jetzt hier nochmal kurz klarstellen, damit es da dann später keine Probleme gibt. Genau, das wollte ich ja jetzt nochmal sagen. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne ein Like da. Klickt einfach auf den ersten Link in der Beschreibung. Abonniert mich und macht es schön. Dann kriegt auch coole Gewinne. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und